Ja, Freunde, da bin ich wieder mit dem nächsten Teil. Ich bin etwas schlauer geworden. Geht nicht ohne. Ja, das kürze ich ab. Denn, wenn wir... Wohin soll's denn gehen, Sam? Zurück nach Stuttgart. Lass uns nach Stuttgart fahren. Immer wieder herrlich. So. Hier. Vorher hätte es nicht geklappt. Deswegen machen wir es hier. Mit dem Bolzenschneider, unserer Antenne. Schau bitte mal weg, Max. Bei dieser Art von Vandalismus würde sich dir der Magen umdrehen. Quatsch. Ich mag jede Art von Vandalismus. Okay, da stand sie wieder. Wieder Grafikfehler. Ah, Freunde. Die Tür öffnet sich auch automatisch. Und die tanzen wahrscheinlich immer noch da, genau. So. Ach, der Arme. Dann fahren wir wieder hoch. Hey, wie will er denn hier zurückschlagen? Mit Quantenmechanik. Ziemlich komplizierte Sache. So, und mit der Antenne statten wir jetzt diese Maschine aus. So, und dann... Und dann, und dann, und dann... Habe ich das wieder? Nein, habe ich nicht. Krass. Nach. Ja. Yeah. Auf Wiedersehen. Gefährlich, hübsch gefährlich. Das dürfte Saft genug sein. So, hier sind wir jetzt voll. Nie aus Batterien. Sie sind untot. Genau, da haben wir jetzt die Leichenteile. Er ist der Einzige hier, der ein Herz hat. Ja. Bitte denk daran. Ja. So, das benutzen wir jetzt damit. Sieht mir nach Verschwendung vorzüglicher Schokolade aus. So, wir haben nämlich jetzt das Herz ein wenig präpariert, nämlich ein Herz aus Gold. Ein 24-karätiges Goldherz. Genau. Und mit diesem Goldherz, wie der Name ja schon sagt, können wir jetzt unser Monster ausrüsten. Gib mir mein Scheckheft, schnell. Ich muss was spenden. Krass. Gehen wir nochmal zu Sibyl. Wir sind doch gerade erst gekommen. Seid ihr sicher? Erschienen bitte. Ja, lass uns gehen. So, und dann lassen wir die erste Frage noch einmal stellen. Hast du ein Herz aus Gold? Bist du handwerklich begabt? Kannst du gut mit Worten umgehen? Ja, und es hat lange gedauert, bis ich dahinter gekommen bin. Aber es war der Hinweis in Jürgens Folterkammer, den Büchern, Kapitel 14, Schokolade in Gold verwandeln und dann halt hier der Spruch Herz aus Gold. Deswegen bin ich darauf gekommen. Okay, Kandidat Nummer 1. Ich suche einen Mann mit einem Herz aus Gold. Wie willst du mir beweisen, dass du eines hast? Was? Es tut mir schrecklich leid, ich war leider abgelenkt. Ich war vorhin auf der Toilette und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Klobrille wieder runtergeklappt habe. Mhm. Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Ich habe genug gehört. Ich denke, die Wahl steht fest. Kandidat Nummer 1, würdest du mit mir gehen? Endlich fühle ich mich als Ganzes. Grotesk! Bitte, keine Kameras. Ich muss das verkraften. Nach jahrelanger Suche habe ich endlich den perfekten Mann gefunden. Was? Oh, natürlich hast du recht, Max. Es war alles Lüge. Tief in meinem Herzen habe ich immer gewusst, wer wirklich seelenverwandt mit mir ist. Ich wollte es nur nicht zugeben. Was? Ich war so verstockt, so dumm. Hoffentlich nimmt er mich wieder. Na, vielen Dank, ihr Deppen.
Damit ist das Wochenende in Cabo San Lucas wohl auch hinfällig. Genau, aber wir haben jetzt den Seelenverschmelzer. Das braucht Sibyl jetzt wohl nicht mehr. Genau, und was wir damit machen, Freunde, ist doch klar. Sie hat sich auch nicht geändert. Wohin soll's denn gehen, Sam? Natürlich, zurück. Lass uns nach Stuttgart fahren. So, wir werden jetzt mal wieder zusammenfügen, was zusammengehört. Er ist auch wieder da. Ab durch den Kamin. Hast du eine Ahnung, wie das Ding funktioniert, Sam? Da muss irgendwo ein Knopf oder ein Schalter sein. Was zum... Was ist los? Da scheint kein Schalter zu sein. Das würde ich nicht sagen. Sind jetzt plötzlich alle groß und pausbäckig? Hey, gib mir meine Sachen wieder. Ah, da bewahrst du also deine Knarre auf. Ach, Sam und Max. Ihr kommt immer wieder, obwohl ihr genau wisst, dass ihr mich nicht schlagen könnt. Das heißt Max und Sam. Egal, ich nehme mir einfach noch einmal eure Seelen, aber eure Körper werden diesmal ausradiert. Was? Ausradiert. Oh, du weißt schon, Kopf ab, anzünden, die Erde damit salzen. Oh, nichts für ungut. Du wirst es noch bereuen, dass du mit mir und Max aneinander geraten bist. Ich meine Sam. Wie ihr Amis sagt, wuhu. Ja. Ja, hallo. Danke. Et voilà. Ich bitte dich, viel zu langsam. Tja. Der liegt jetzt hier irgendwo. Und bis hierhin habe ich dann auch leider nur gespielt und bin dann auch nur gekommen. Von daher, Seelen. Das ist Jürgens Seelsaugermaschine. Okay. Vielleicht, wenn wir die nochmal... Aha. Der Seelenverschmelzer hat unsere Seelen zurückgeholt. Ich fühle mich immer noch total overdressed. Ah. Moment. Haben wir den Seelenverschmelzer mit dem Monster? Hey, du Monster, aufgepasst! Genau. Und wenn wir uns jetzt nochmal in den Seelensauger und dann die Kreatur, beziehungsweise die damit... Nein, nicht mit dem... Aha. Wobei, Moment mal, der... Genau, beide Seelen. Naja, das ist zumindest ein Schritt nach vorn. Hier ist es zu eng. Oh nein. Okay, wo ist mein Vlog? Ach nee, ich habe gar keinen Vlog. Oh nein, wie geil. Ja, komm nach vorne. Weiter. Hier rum. Links. Flock. Genau, der ist auch wieder da. Zack. So, zurück. Zurück. Und jetzt den mit dem. Das muss doch klappen, Mann. Aua, das tat weh. Was? Nein!
Hoffentlich hast du es endlich gerafft. Ausgesaugt, Jürgen! Hey, meine Zeile war besser. Aber ich kann nicht besiegt werden. Ich bin der Prinz der Dunkelheit. Ha! Nimm das, du Ich. Das brauchen wir für... Ah! Eher eine Ladung Schrot, ihr Gestalten! Hey, Sammy, da bist du ja wieder. Gerade rechtzeitig. Was ist los, Flint? Ich war doch hinter diesem Bosco her, dem Idioten. Naja, die Spur wurde immer dünner, wie ein fadenscheiniger Brief aus einem Stundenhotel. Bosco ist einfach nur laut und erschrickt leicht. Wir helfen dir, ihn zu finden. Genau das ist das Problem. Bosco ist vom Erdboden verschwunden. Was? Nein. Das war's, Freunde. Nein. Ach, wie schade. Nacht der tanzenden Toten. Jetzt habe ich es auch endlich mal in Deutsch. Tja. Das ist mein Ende, Freunde. Also ich denke mal, im vierten Teil oder in der vierten Episode geht's dann um den guten alten Bosco. Und wie wir ihn dann mit Flint jagen werden. Ich muss sagen, bis jetzt war das die geilste Episode im ganzen Spiel. Hätte ich nicht gedacht, dass ich mit Zombies so viel Spaß habe. Aber ihr hattet mal wieder recht. Ihr habt es mir ja schon in der ersten und zweiten Episode gesagt, dass es wirklich richtig geil wird. Und ich muss euch recht geben. Also die Episode war wirklich richtig, richtig geil. Schade, dass sie schon vorbei ist. Ich hoffe, die vierte und fünfte wird auch so geil werden. Das übertüncht ein wenig die schlechte Synchronisation des Spiels. Aber naja, was will man machen? Ich habe gehört, Sam & Max Season 3 ist demnächst in den Läden zu haben. Das werde ich mir dann natürlich auch kaufen und dann wieder ein Let's Play davon machen. Und ich habe auch erfahren, dass da wohl wieder die Synchronisationssprecher aus Teil 1 und 2, also Hit the Road und Season 1 wieder sind. Also sprich, Sam hat dann wieder die schön rauchige Stimme und Max hat die Stimme von Bart Simpsons. Ich finde, die passen wirklich wesentlich besser dazu. Und was ich auch hoffe, dass im vierten Teil dann diese ganzen Grafikfehler, die wir jetzt hier leider überall mal wieder versteckt vereinzelt haben, dann auch nicht mehr sind. Alles in allem hat mir, wie gesagt, die Episode jetzt am besten gefallen. Und ich denke und hoffe mal, dass die beiden jetzt, die noch kommen, nämlich 4 und 5, genauso gut werden und wir auch genauso viel Spaß haben. Ja, noch eine kleine Info nebenbei. Ich quatsche hier mal ein bisschen, weil ansonsten habe ich aufgrund der Musik wieder irgendwelche Contents. Das möchte ich nicht. Star Trek Elite Force 2 wird in den nächsten Tagen starten. Ich habe gegen Ende der Woche ein wenig mehr Zeit. Dann wird dieses Let's Play starten, da freue ich mich sehr drauf. Und das Let's Play Together mit meinem lieben Freund Calvin wird auch weitergehen. Er hat jetzt am Mittwoch Zeit, er geht jetzt auch wieder in die Schule, Sommerferien sind vorbei. Ich denke mal aber nicht, dass wir das Mittwoch schaffen werden, weil ich habe Mittwoch spät und Donnerstag auch. Das heißt, ich denke mal, Freitag wird es dann mit dem Let's Play Together weitergehen. Und ich denke mal, auch noch irgendwann so in diesem Zeitraum wird das Star Trek Let's Play dann starten. Welches andere Let's Play dann noch dazukommt, das wird dann wieder ein schönes Adventure sein, ich weiß es noch nicht. Vielleicht Geheimakte 2, vielleicht Runaway 3, oder vielleicht noch etwas ganz was anderes, wie zum Beispiel Maniac Mansion Deluxe, ist auch ein Spiel, was ich, mit dem ich am liebäugeln bin. Aber was es letztendlich wird, weiß ich nicht, das werde ich spontan entscheiden. Ich denke mal, dass der ganze Abspann jetzt hier so langsam zum Ende kommt. Tell special thanks. Na, die besonderen Danksagungen kommen eigentlich immer zum Schluss. Deswegen hoffe ich, ich kann jetzt hier gleich mal aufhören zu quatschen. Weil so langsam fällt mir nichts mehr ein. Meine Fanpage, genau, meine Fanpage. Schaut meine Fanpage an. Zu finden auf meinem Kanal. Links in der Beschreibung habe ich die Adresse gepostet. Gemacht von dem lieben Titanano21. Vielen lieben Dank nochmal an dich. Meine andere Homepage habe ich auch ein wenig überarbeitet. www.tom-düsseldorf.de. Da werdet ihr auch nochmal mit allen wichtigen Informationen über mich, über meine Let's Plays, über YouTube etc. pp. Versorgt. Und ja, ich denke mal, so langsam ist es gut jetzt hier.
Denn ich denke mal, jetzt hier im Abspann wird noch irgendeine Renz lustige Sequenz kommen. Und die möchte ich euch natürlich auch zeigen. So, ich denke mal, mit Mr. P ist jetzt der Abspann abgeschlossen. Und wir haben folgende Sequenz zu sehen. Wohl doch nicht. Sehr geehrte Damen und Herren von der Presse, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Oh Gott. Bis dahin, NRW über 18. Adieu.